So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Wir sind wieder auf dem nordfriesischen Marsch unterwegs. Und ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir fahren gerade unseren Drescher nach Hause. Und ja, dann wollen wir noch ein bisschen putzen, reinigen. Genau, so sieht's aus. Ja, in der letzten Folge hat mir den Hof vom Hans angeschaut. Ich fand den wunderschön. So, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut unbedingt da nochmal rein. Ganz toller Hof mit tollen Geräten und so. Sieht man, dass doch schon etliches gearbeitet wurde hier auf der Map. Und ja, ich denke, einer der nächsten Folgen gucken wir uns dann den nächsten Hof an. Mal gucken, wer dann so da ist, wer bereit ist, uns da mal zu empfangen, uns ein bisschen rumzuführen. Und ja, ich denke, es wird euch genauso interessieren, mal ein bisschen weiter rumzugucken, was es hier sonst noch so zum Bestaunen gibt auf der Karte und mit den Kollegen hier, indem wir hier spielen im Multiplayer. Und so seht ihr auch, dass es tatsächlich ein Multiplayer-Spiel auch ist. Und ich das nicht nur so erzähle, sondern dass das tatsächlich dann auch so ist. Und wenn ihr auf Twitch seid, seht ihr auch die Leute immer wieder, die sind hier fleißig dabei und gucken natürlich auch ein bisschen mir über die Schultern quasi, was ich hier so anstelle und nicht hinbekomme. ja. Ich putze mal unsere Gerätschaften, weil das muss schon sein. Ordnung ist das halbe Leben. Habe ich immer wieder gehört. Und ja, das gehört dann einfach dazu, ne? So. Das haben wir. Dann wollen wir das mal schön abstellen. Den Drescher für die nächste Aktion, die wir hier dann auf der Map haben, für die nächste Ernte. Genau. So, einmal wegstellen das Ding. Machen wir den hier rein. Passt der hier rein? Müsste der eigentlich reinpassen, oder? Im Ganzen. Mal gucken. Ein Stückchen noch. Ah ja. Das passt. Sehr schön. So, dann gehen wir zurück, geben den Rest voll ab. ...6.438 Liter haben wir hier noch. So, dann haben wir gleich die Komplettrechnung. Da können wir uns das überweisen. Ups, upsala, das hat keiner gesehen. Ihr habt alle weggeguckt in dem Moment, ihr habt alle was getrunken. Da ist doch schon wieder diese Leitplanke. Ich glaube, da bin ich schon mal hängen geblieben vor zwei Folgen. Ja, aber was Hänschen lernt, lernt Hans nie. Wie war das? Aber ich heiße ja nicht Hans. Trotzdem lerne ich es nicht. Ich glaube, ich bleibe da immer wieder hängen. Beim dritten Mal kostet es was, oder? Hat es immer geheißen früher. Lasst uns die 6.438 Liter auch noch abgeben. Und gucken wir mal weiter. Dann haben wir noch ein paar offenen Felder, noch ein bisschen was zu tun. Was dünnes Eis. Herr Franco, ja, das ist, ne? Ah ja. So dünn ist es nicht, ist ja Juni, ne? Eis ist gut. Ich nehme gern Eis. Besorgst du eins? Das nächste Mal? Ich würde da so eins mit Mandelsplittern nehmen. Ich glaube, jetzt kriegen die meisten ein bisschen Hunger. So ein guter alter Sommergedanken noch, ne? Was denn das beste Eis gab. Hat sich dieses Jahr wirklich gelohnt, Eis zu essen. Gab so richtig was. So, jetzt wollen wir mal zusammenrechnen, was wir hier vernudelt haben. Wir haben einmal 50.000. Dann haben wir 50.000 und 65 und 6.438. 106.503. 503 mal 732 durch 1000 sind 77.960. Also 77.9, ne?
Ja, so ist es halt. Das ist halt der Spruch, ne? Alte Sprüche Klopfer. So, lass mich mal gucken. Jam, jam, jam. Sehen wir mal, wie wir hier gehen hier einmal ins Rathaus. Dann müssen wir natürlich kurz aussteigen, weil sonst funktioniert das hier nicht. Und dann können wir uns. Wo sind wir hier? Nicht das machen, nein. Ach so, ja, natürlich. Wenn ich hier bin, ist das schön. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Und jetzt kriege ich es nicht hin, ne? So muss das sein. So muss das sein. Ah, ich muss hier noch Farmmanager sein, sonst kann ich natürlich nichts überweisen. So, jetzt guckt genau zu. Wir hatten gesagt 77,9. 7. 7 und 9. Ihr wart live dabei. Geld ist überwiesen und wir wechseln wieder in unseren Hof. Jawohl. Und schabupp, stellen wir uns wieder als Farmmanager ein. Gut. Natürlich geht man das nochmal ganz kurz bekannt. Sind vielleicht nicht alle da. So, schreibe ich ja noch mal rein. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle auf der Seite. Das hat sich doch schon mal ein bisschen gelohnt, die ganze Sache. Und dann lasst uns mal wieder zurückfahren an unseren Hof. Wir gehen wieder Innenansicht. Jetzt haben wir ja noch einmal das Stroh einzusammeln. Wir müssen uns um das andere Feld noch kümmern. Das müssen wir voll die Restarbeiten machen, damit da das gut anwachsen kann, was wir da angesät haben, unsere liebe Gerste. Feld 62. Ja. Genau. Und Gerste brauchen wir dann auf alle Fälle dann auch, wenn wir irgendwann anfangen wollen, hier mit Bier und so, Malz und sowas zu machen. Da brauchen wir auf alle Fälle Gerste. Ja, dann gute Nacht, Jürgen. Mach's gut. War wieder ein spaßiger Abend, denke ich mal. Und ja, wir drehen hier noch ein paar Runden für heute Abend. Auch im Stream gute Nacht. Mach's gut, mach es gut. Dann ist kurz die Auslog-Gedenksekunde. So, diesmal hoffe ich, dass ich nicht vorbeidüse an der Geschichte. Sieht er denn aus? Wir können auch mal ein bisschen Wasser vertragen. Komm, dann machen wir das doch gleich. Wenn wir eh hier schon am Putzen waren. Wir dann hier auch gleich putzen. Ein bisschen Fahrzeugpflege gehört ja schließlich auch dazu. Ja, das sind halt so die Fragen, die dann so aufkommen.
im Multi. Seht ihr, dass ich nicht alleine unterwegs bin. So, jawohl. Ach, jetzt haben wir es nicht richtig eingehängt. Egal. Hat ja so auch gepasst. Wollen wir das zurückbringen? Düngen und Unkraut müssen wir vernichten. Aber ich renne jetzt noch mal kurz übers Feld. Schauen wir das noch mal genauer an. Irgendwie fand ich das jetzt ein bisschen komisch, das mit der Walzgeschichte. Aber ich glaube, wir haben nicht gewalzt, ne? So, lasst mich da hier nochmal schön rüber hüpfen. Was sagt hier das Feld? 50% gedüngt. Unkraut mittel. Das heißt, Unkraut haben wir drauf. Da müssen wir Hand anlegen. Machen wir. Aber jetzt gehen wir erstmal ganz kurz wieder ein bisschen Stroh einsammeln in der Folge. So viel haben wir ja nicht mehr. Das kriegen wir jetzt in dieser Runde voll geschafft. Dann haben wir dieses erledigt. Hinten haben wir ja noch mehr Stroh. Aber da werde ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. Vielleicht kriegt man dann tatsächlich einen größeren Ladewagen gesponsert. Oder leihen wir uns mal irgendwo einen aus. Wenn wir hier einfach dann einsetzen können. Ne? Da geht es dann ein bisschen schneller, die ganze Geschichte. Vielleicht werde ich das auch mal die Tage im Offline dann machen. Dass ich hier das Stroh mal voll reinhole. Und dann, dass wir einfach die Felder mal ansäen können und vielleicht in einer der nächsten Folgen dann mit dem großen Leihgerät von Hans dann ja, die Wiese anfangen können zu mähen. Das machen wir natürlich gemeinsam in der Folge. Ganz klar, da nehme ich euch mit. Das ist bestimmt interessant. Das wollen wir uns natürlich live miteinander anschauen. Ja, muss man noch ein, zweimal zwischenfahren. Dann haben wir das Stroh hier voll drin. Ja, es gibt trotzdem immer doch einiges an Stroh, das da zusammenkommt. Ist schon recht erstaunlich, was da Stroh. Schaut mal, sieht zwar noch nicht so große Mengen aus, aber es ist doch schon einiges, was da aufgestapelt wird an Stroh. Und ich finde es echt lustig, dass das dann als Ballen oder ja eingelagert wird, dass das als Ballen dann angezeigt wird. Finde ich cool. Was haben wir denn da drin? Was sagt denn das Stroh? Kalk 207.000, das haben wir schon ein bisschen was. 470.000 haben wir drin. Ja, alle Achtung, das ist doch schon ein bisschen was. Jetzt hätte man gucken können, wie viel Diesel da noch, ob es im Rathaus Diesel gibt. Da sollten wir uns mal wieder ein bisschen Diesel beschaffen. Müssen wir noch mal kurz ins Rathaus schauen. Lasst mich noch mal ganz kurz switchen. Ich mache noch mal einen kleinen Switchy zum Radi und schau mal, wie es da aussieht mit Diesel. 70.000 Diesel haben wir. 1783. Schreiben wir das mal ganz kurz auf. Okay. Natürlich müssen wir auch wieder erst umswitchen in unseren Hof. Ich habe eine.
Aber wir machen jetzt erstmal voll das Strohfell fertig und dann kümmern wir uns um das nächste, hätte ich gesagt. Eins nach dem anderen. Das machen wir jetzt einfach voll fertig hier mit dem Stroh. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht ein bisschen Diesel herkriegen. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen was auf der hohen Kante. Können wir da ein bisschen was ausgeben. Und ja, dann schauen wir mal. Wie sieht denn Angebotstechnik aus? Was soll der denn kosten? 19.000? Autolader? Gerade noch nicht, wie viel in die Hoftankstelle da reinpasst. Das habe ich schon wieder vergessen. Muss ich gerade mal gucken, was wir uns da hingestellt haben. Hier haben wir für Herbizide den Tank. Ja, irgend, was war denn noch mal? Ich glaube, die Werkstatt braucht Diesel. Genau. Da ist auch nichts mehr drin. Wartung haben wir zwar noch ein bisschen was. Ah ja, wir müssen da auf alle Fälle ein bisschen Diesel her tun. 1000. Ja, ich denke mal so. Ja. 6000, ja, vielleicht so 10.000 bis 20.000 Liter sollten wir uns vielleicht einmal her tun. Fährt er nicht. Hat er Angst, dass er mich überfährt, oder? Wenn ich so schräg gehe. Kann natürlich sein. Und deswegen jetzt nicht so gefahren ist gerade. So, da waren es nur noch zwei Bahnen. Dann haben wir diese Mammutaufgabe mit dem Stroh auch endlich mal erledigt. Wie viele Folgen haben wir da jetzt rumgewurschtelt? Ich glaube, 4 Folgen, glaube ich, haben wir jetzt gebraucht. Oder lass es 5 sein. Dass wir das bisschen Stroh da einsammeln. Ja gut, aber dauert halt so seine Zeit. Ah, danke dir für die Info. 15 passen rein. Ja dann. Ein bisschen was haben wir noch drin. Und wir können es aufteilen. Produktion nimmt ja auch was. So würde ich wahrscheinlich so um die 20.000 Liter mal besorgen. Gehen. Genau. Wieder gucken, wie es wächst. Ha. Ist so cool, wenn da die Ballen einfach in die Höhe wachsen. Kommt da noch was dazu? Jetzt will ich kein Wachsen sehen. Ich glaube, das war's, oder?
Aber die Animation ist schon klasse gemacht. Zwischenfahren, dann müssten wir es fast haben. Ne? Bis dahin kommen noch ein paar so Berge zustande. Wenn wir die noch da gelassen haben, dann könnte es noch ein bisschen länger dauern, aber ich denke, das müsste reichen. Ja, so ein großer Ladewagen kostet halt schon 100.000 Öcken. Ne? Das ist natürlich schon ein Wort. Ist nicht so wenig. Würde halt schon definitiv schneller gehen. Aber leider gibt es in den Angeboten noch nichts zu holen. Nichts Passendes derzeit. Naja. Geben wir nochmal ab. Und dann noch einmal. Ich glaube, dann ist auch gut. Wir müssen das noch nicht bis zum letzten Strohhelmle eingesammelt haben. Jetzt sind wir mal ein bisschen legerer. Wir haben ja noch ein Feld mit ganz viel Stroh. Wir müssen sie ja irgendwie auch unter die Leute irgendwann bringen, das Stroh. Das müssen wir verkaufen. So viel Stroh können wir gar nicht nutzen. Gut, wenn irgendwann mal Tiere da sind, klar, dann brauchen wir es wieder. Jetzt mal gucken, ob die Animation weitergeht. Ja, doch, geht weiter. Nochmal zwei dazugekommen. Ja, es wächst. Es wächst was, es wächst was. Der fährt immer davon. Ja, ich weiß noch, im LS19 hier auf der NFM, da habe ich die Bäume hier alle mal weggemacht, nach und nach. Die meisten jedenfalls. Weil man ständig dagegen gedüst ist. Das war ja eher hinderlich, die Bäume. Auf Dauer, und die gingen gar nicht so gut wegzumachen. Das ist, weil die nicht so die Standardbäume sind, so wie im Wald, sondern so ganz spezielle knochige Dinger. Und die konnte man gar nicht so einfach fällen. Und man konnte sie dann nicht richtig entasten und so. Das war alles ein bisschen, ja, ein seltsames Konstrukt mit den Bäumen damals. Mal gucken, wann uns die hier zum ersten Mal richtig auf den Keks gehen. Zumindest vorne in den Feldern. Wenn ich da mal Kühe auf das eine Stück da machen möchte. Wie ich es mal kurz erwähnt hatte in einer der letzten Folgen, wo wir hier die Kühe machen wollen. So hier, wenn ich geradeaus vorgucke, da hatten wir mal, würde ich gerne Fläche machen, um die Kühe oder Tiere allgemein zu drapieren. Aber die haben ja richtig viel Platz, ne? Die brauchen Weide und so. Platz haben wir ja gar nicht. Aber gut, muss ja auch nicht so ein riesengroß sein wie jetzt beim Hans. Ist natürlich schon total nobel und klasse gemacht, aber gut, wir haben hier auch eine Möglichkeit, ne? Aber das wäre halt schon... Ja, lass ich mir durch den Kopf gehen. Da können wir noch ein paar Tage drüber schlafen, sage ich jetzt einfach mal. Müssen wir nicht sofort entschieden haben, wie wir es machen. Ach gut, ich glaube, einmal fahre ich doch noch. Das ist jetzt doch noch ein bisschen was. Ich habe fast noch mal einen kompletten Wagen voll. Das nehmen wir noch mit heute. Und dann gehen wir noch ein bisschen Diesel holen. Miteinander heute. Also mein Wagen passt da gar nicht so viel rein. 15.000 glaube ich, kriege ich gar nicht rein. Oder 20. Das, was wir da gerne mitnehmen wollten. Ich gucke mir natürlich die Animationen. Und es wächst. Gut. Letzte Fuhre. Dann haben wir das Stroh hier geschafft, meine Lieben. Schön, dass ihr die Geduld hattet, in den Folgen mir dazu zu gucken, wie ich hier den Stroh hier einsammle. Aber wat mut dat mut, ne? Gehört halt leider, oder nicht nur leider, gehört halt einfach auch dazu, hier zur Landwirtschaft.
und zu diesem Game, dass man einfach auch Stroh einsammelt und auch ein bisschen die Muße und Zeit aufbringt und halt manchmal auch ein bisschen die Ausdauer, ja, mit kleinen Geräten erstmal das ganze Zeug hier einzusammeln. Ja, irgendwann wird man auch ein bisschen größer. Da geht es also ein bisschen schneller. Wir hätten das auch über Crossplay einfahren können. Man kann ja hier den Sammler quasi auf die Fährte des Dreschers quasi setzen. Dann würde er das auch einsammeln. Machen wir dann vielleicht auch mal. Aber ich wollte zumindest die beiden Felder auch mal von Hand ein bisschen abernten oder zumindest bloß mit dem Helfer. Das nicht per Crossplay gleich einsteigen. Wenn wir irgendwann mal mehr Felder haben, machen wir das natürlich. Und dann können wir das auch abfahren lassen. Schade mit Autodrive, wenn wir das noch hätten, dann würde er auch selber das dann ins Lager fahren, aber ja, dann ist es am Ende wieder ein Verwaltspiel. Ja, bis jetzt ging es ja nicht. Ich hatte ja noch nicht so viel Geld. Ich bin nicht geizig. Ich bin sparsam. Hans schreibt, Geizhals, morgen holst du eine große Ladenwagen. Echt, jetzt? Ja. Ich war halt sparsam, ne? Ich wollte keine Schulden machen. Das ist doch ein hübsches Strautmann. Was wollt ihr denn? So ein hübsches Gerät. Zelon 2501. Die O passen 20.000 Liter rein. Ja, sogar mehr. Siehst. Quellen der Zuschauer? Naja, ich, ja, ein bisschen vielleicht. Aber wir machen immer wieder auch was anderes, ne? Jetzt haben wir es ja geschafft. Und das andere Feld nehmen wir nicht mit dem Ladewagen rein. Da mache ich mir eine andere Lösung. Aber das gehört auch mal dazu. Wir sind ja schließlich erst am Anfang von der ganzen Geschichte. Und ich quäle doch meine Zuschauer nicht. Nein, nein, nein. Gegenteil. Sodala. Aber nach getaner Arbeit putzt man seine Geschichten trotzdem. Wenn er auch noch so klein ist, dann geht's schon schneller mit dem Putzen wenigstens. So. Ben sieht auch nicht mehr blau aus. So, das Gewicht. Das himmelblaue Gewicht müssen wir auch putzen. Mit den Wölkchen drauf. Den dunklen Wölkchen. Ist nicht ganz sauber, ne? Da müssen wir ein bisschen schrubben fast schon. Richtig versaut. Na gut, das sollte mal genügen. Und hinten noch. Ja, der steht auch verdreckt, ne? Die Räder auch sauber werden. Unten drunter, ne? Radkästen und so. An der anderen Seite, das geht automatisch. Das macht der Kumpel von gegenüber. Das können wir lassen. So, ja, dann wollen wir mal einparken. Den gutsten hier. Ja, dann habe ich meine Grastechnik. Ein bisschen was hatte ich schon mal gekauft. Aber klar. Jetzt möchte ich natürlich schon das große Ganze, ne? Nicht das kleine hier. So, dann lasst uns den hier schön reinbuxieren. Und dann können wir ja dann auch vernudeln hier diesen Ladewagen verkaufen und holen uns da was anderes. Ich meine, ich wollte ja die Wiese jetzt eventuell sogar mit dem Ladewagen auch holen. Ne? Wären wir natürlich dann auch wieder ewig gestanden. So, dann hätten wir das. Genau, jetzt schnappen wir uns. Lasst uns den anderen Traktor nehmen. Halt, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht tappen. Ich wollte in diesen einsteigen. Vorwärts kann Hammer, jawohl. Gewicht hast du dran. Ja gut, brauchst du nicht, aber trotzdem nehmen wir es mit. So, dann lasst uns hier den Hänger holen. Kommt natürlich gut, ne? Ich glaube, ich kann mit dem schon Diesel holen. Ja, müsste gehen. Hatte ich glaube auch schon mal probiert. Geht mal schon. Müssen wir danach schön reinigen. Weil Wasser und Diesel kommen vielleicht nicht so gesund, ne? So.
Ganz schön anhängen. Oh, wir haben noch Wasser drin. Jo mei, das müssen wir erst rauslernen. Dieses Wasser. Dann leeren wir das erstmal aus. So. Gewächshäuser nehmen immer Wasser. Und rechts haben wir die Wiese. Ja, da freue ich mich schon drauf. Beim nächsten Mal, dass wir die schön abmähen. Ein tollen Gerät. Das wird doch wohl leer werden. Ja, wir haben ja noch die Kalkproduktion, die braucht auch Wasser. Also auf alle Fälle werden wir hier diesen Tank leer bekommen. Leer. So, dann gucken wir mal, wo wir das herbekommen. Na, lasst uns Innenansicht fahren. Lalala. So, das Wetter ist schön. Das Feld ist der Stroh eingeholt. Nach Tagen, nach Jahren, nach... ja, alle Felder sind abgeerntet. Hier, das müssen wir auf der linken Seite, müssen wir düngen und Unkraut noch vernichten. Ja, also wir haben genug zu tun. Geht uns nicht so schnell aus, wie ihr seht. Vielleicht werde ich auch beim nächsten Mal das schon gemacht haben. Hier auf der linken Seite mal gucken. Vielleicht mache ich da eine extra Folge zwischendurch. Zwischen den Streams. Ja, die jetzige Folge wird auch schon ein klein wenig länger für euch. Weil ich möchte mit euch zusammen jetzt einfach noch den Diesel holen. Wir machen einfach mal diesen Kanister da hinten, machen wir voll und das bezahlen wir dann und dann ist gut. Das sollte dann erstmal genügen. So viel Wartung müssen wir auch noch nicht produzieren. Und unsere zwei Traktoren und unseren Drescher, der braucht jetzt auch noch nicht so viel Diesel. Da können wir noch ein bisschen, würde Hans sagen, geizen. Wir haben ja noch anderes zu tun, ne? Wir haben ja schließlich noch anderes zu kaufen. So, jetzt. Wo kriegt man denn das gute Diesel her? Ich vermute, da hinten. Da müsste einladen sein. Wollen wir mal F1 Befüllung starten. Mit was befüllt er dann? Moment. Kann das sein, dass da Lohner fehlt? Schlupp, schlupp, schlubbedibub. Mal jetzt probieren. Müsste doch dann funktionieren. Es kann natürlich auch sein, dass es andersrum aus sein muss. Moment, so nicht. Da ist schon Diesel drin, ne? Müsste eigentlich schon passen. War zumindest auch ein bisschen angezeigt, dass es da drin ist. Und lasst uns noch mal kurz den Hof wechseln. Ne, Lohner ist drin. Kann ich das jetzt da machen? Moment. Das tut
Das tut nicht, ne? Und da kein? Aber hier ist doch Abladen, oder? Aha. Okay. Das ist es nicht, was ich haben möchte. Ne? Ups, wir dürfen nicht auf das Felder kommen. Obwohl es abgeändert ist. Wo kriege ich denn hier jetzt den Diesel her? Na gut, ich bin beim Abladenfeld gewesen. Da geht es natürlich nicht. Das ist schon klar, dass es da nicht gehen kann. Ich muss natürlich schon am richtigen stehen. Gibt es hinten? Das ist ja Flüssigkeit, ist doch hier, oder? Mal fragen, ob das noch jemand weiß. Wo kriege ich denn das hier gekauft? Den Diesel. Da vorne kann ich es mir ja nicht vorstellen. Es müsste schon hier sein, oder? Ich wechsle mal wieder rüber. Vielleicht lag es auch daran. Mal einsteigen. Manager, genau. Flüssigdünger, Silier, Milch, Dünger. Irgendwie? Oder kann der nicht? Aber ich meinte, ich hätte da schon mal drin gehabt. Da war doch mal was. Da hinten? Ist schon hier, oder? So ist noch mal. Ziele, Wasser, Gärreste. Das tut nicht. Sehr seltsam. Das tut nicht, ne? Ah! Jetzt, da war es gerade. Das Trigger nicht erwischt. Jetzt haben wir ihn. Gut. Trigger schreibt, glaube ich, G, ne? Ja, meine Lieben, jetzt haben wir aber richtig überzogen hier.
Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, das war's. Wir haben jetzt Diesel geholt. Mal gucken noch mal, wie viel da reinpasst. Wir bezahlen das Ganze dann natürlich noch. Und ja, ich mache jetzt hier noch mal ein schönes... Nein, das machen wir nicht. Ein schönes Bildchen. Und bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Sag herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.